Ja, aber erstmal würde ich sagen, hallo, liebes Publikum, willkommen zu... Wecker klingelt. Zurück bei Rayman Legends mit dem Captain aus der Conscious Corner. Na Leute, alles tricky. Und mir dem Failord. Ja, ich hab's gerade schon gesagt, die Lose habe ich außerhalb aufgerubbelt. Und tatsächlich hatte uns nur ein einziges Origins-Level gefehlt. Ah ja, okay. Und dafür hatten wir schon genug Rubbellose. Ich habe aber trotzdem noch das ein Level im regulären Rayman Legends, wo wir nicht das Los bekommen haben, habe ich noch das Los geholt. Es war nur ein einziges. Okay. Ja. Na gut. Dann würde ich sagen, geh's weiter im Gourmandland. 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 Ich wollte erst Gourmetland sagen, aber das hat nicht hingehauen. Gourmand. Aber im Endeffekt heißt es jetzt einfach nur, dass es jetzt nicht so wichtig ist, dass wir unbedingt noch die Lose holen. Finde ich gut. Umso weniger wir uns um irgendwas kümmern müssen, umso besser. Desto schneller können wir durchrennen. Ja. Yeah! Okay, ich dachte, da links ist vielleicht irgendwas. Oh nein, wie eine rennende Truhe. Yeehaw, Partner! Ja, und vielleicht könnte das für uns heute sogar die letzte Aufnahmesession werden, wenn wir gut sind. Das ist ja. Ah, ich bin tot. Du musst es machen, Partner! Achso. Glu glu! Ey, ich bin überhaupt nicht schnell im Wasser gewesen jetzt. Achso, ich habe vergessen, die Renntaste zu drücken, das war das Problem. Ja. Du sagst ja, als wenn du das wüsstest. Ich bin tot. Ey, wie du aber gerade raushaust, das ist ja unglaublich. Wir müssen halt... Er will unbedingt heute durchkommen. Irgendwann ist gut. Irgendwann ist gut. Wir haben andere Spiele wesentlich länger gezogen als das hier. Ich weiß, aber irgendwann ist gut. Und sogar Gold geholt. Oh, nee. Ein Lumen. Oh, hast du nicht gut gemacht. Tut mir echt leid. Als du aus dem Wasser hättest springen müssen, ne? Da die Lumps und so. Ja. Beim nächsten Mal. Nicht so gut. Jetzt kommt wieder ein längeres Level. Juhu. Jo, der Feuerkelch. Auf geht's in den Feuerkelch. Keine Ahnung, da waren Chilischoten. Au! Oh, du hast mir mein Herz geklaut. Du hast mir vorhin mein Herz geklaut. Oh, hab ich das jetzt geklaut? Oh, jetzt ist mein Herz auch wieder weg. Schick. Da rennt er aber wirklich nur noch durch. Mann! Können wir jetzt nicht... Ja, danke. Genau da wollte ich hin. Herzen! Mi corazón! So, wahrscheinlich, wenn man halt hier unten den Typen fertig macht, dann geht der Topf vielleicht gar nicht mehr nach oben. Aber dann würde man gar nicht mehr weiterkommen. Da ist vielleicht was dran. Gut, dass die Bohne da gerade gesprungen ist. Hier ist der Käse. Oder so. Ich weiß nicht, ob Käse so aufgehen sollte. Das ist Butter. Bei mir absprechen, als ich eine Sache als Butter empfand. Ich empfand es als Butter. Auf geht's hier, Schmups! Schmups. Meine Wahrnehmung kann nicht wahrnehmen, dass dies keine Butter sei. Meine Wahrnehmung kann nicht wahrnehmen. Ja, wunderbar eloquent, Junge. Da wollte er geschnüsselt daherreden und sagt zweimal dieselben Worte. Die Schnöselung. Butter mit Streusel. Butter mit Streusel ist die Schnöselung? Schnöselung, Butter mit Streuselung. Butter mit Streuseln? Was? Ja. Das kennst du nicht, du machst die Butter aufs Brot und ein paar Streusel. Ist doch quasi Nutella. Ach, Mann. Autsch. Ja, knapp. Au. Danke. Wir brauchen wahrscheinlich länger für die Origins-Sachen als irgendwie für Legends. Ja. Wir hatten halt so 2-3 Viertel Aufnahmen für Legends. Ja, nee, nicht 2-3 Viertel, 1-3 Viertel. Tatsächlich nur. Ist ja gerade mal die 4. Session, die wir jetzt gerade haben. Ey! Würstchen! Sausage! 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 Komm her! Sausage! Mann! Warum hält ich jetzt hier in der...
Ich mag es auch nicht, am Würstchen zu hängen. Eine der schlimmsten Abhängigkeiten, die man haben kann. Am Würstchen hängen. Au! Ach so, Sasch! Ich glaube, das ist Bonetta. Bonetta? Oh, das kann ich ja. Jo, stimmt. Bonetta und so Sasch. Kennt man ja. Ja. Ist meine Lieblings-Telenovela. Bonetta und so Sasch. So Sasch, so kann ich nicht weitermachen. Bonetta, halt mich. Ich kann nicht. Du bist zu El Caliente. Eieieiei, muchos. Egal. Wir wissen schon, was gemeint ist. Au. Ich glaube, das war's. Ja, ist vorbei. Okay. Karriere beendet. Caliente beendet. Jetzt müssen wir uns erstmal den ganzen guten Zuspruch der Zuschauer wiederarbeiten, nachdem Halo 3 vorbei ist. Ja, das kommt ja auch noch. Jetzt kommen wieder so 2-3 Projekte, die ganz gut laufen von den Viewern her. Dann machen wir wieder ein Halo-Spiel und alle hassen uns wieder. That's my shit. All the girls gonna be like... Nee, stomp your feet like this. Ich sag immer, all the girls gonna be like this, aber das stimmt gar nicht. Sicher? Ja. Ich hab mir das Musikvideo ja erst angeguckt, einfach weil wir es ständig sagen. Und im Hintergrund ist ja dann auch dieses du. Vielleicht ist das die zensierte Fassung. That's my Nein, sie singt dann, oha, that's my sh. Also sie sagt nicht mal shit wirklich in der zensierten Version. Und dann all the girls stomp your feet like this. Oh. You got it. Kennt man ja. Hollaback Girl. Ah. Your Hollaback Girl. Nein. Ist alles gut? Alles in Ordnung. Wir haben sogar die Münze bekommen. Alles, ja. Ich bin da richtig stolz. Alles kalkuliente. Das heißt alles berechnet. Mm. Spanisch. War von hier? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich hab mich nicht gesehen. Vampir. Allgemein nichts mit Spiegeln. Oh. Nichts mit Spiegeln? Vampir. Au! Ja. Was soll ich machen? Dieses Zischen, wenn man klein ist. Ja. Yippie, Drogen! Manchmal klingt das so, als würden die das sagen. Drogen? Drogen! Ach so. Wie Drugs, bloß Deutsch. Ah. Ecstasy. Medikamente. Ja, genau. Ich meine, in Amerika haben die ja ganze Läden für Drogen. Ja, das stimmt. Drugstore. Und wir warten. Na ja, jetzt geht's los. Und dann muss man wirklich wieder in den Tod. Nein. Na gut, dann nicht. Aber also irgendwann, aber nicht jetzt. Mysteriente. Weg mit dir und Danke fürs Zurückfedern. Oh! Nee, so machst du das nicht. Komm nach oben. Ach so, danke. Was ist das? Oh, Löffel! Oh Gott, Löffel! Löffel, Messer, Gäbel? Ohne Messer oder Gäbel? Colin, warum? Ich heiße nicht Colin, aber stimmt trotzdem. Mann! Entschuldige. Also, während Pikmin 4 warst du halt Colin, ne? Da kann ich ja nichts dafür. Was ist denn das hier für eine unsichtbare Wand? Frillefalken!
gespielt. Kann ich nicht mehr sehen. Meine Augen sind geschlossen. Was für ein Frillefalken. Ja, gerade eben. Was für eine Freundesliste. Heißt der Mensch so, oder? Na, es ist, ist halt eine Kurzform für Fräulein von Falken. Ach so. Aber als Name steht da einfach Fr. Also F-R-L. Ja. Und dann noch ein V für von. Und dann Falken. Frille Falken. Frille Falken. Fantastisches. Wo bin ich? Ach, da oben. Fantastisches Erkennungsding. Ja. Aber ja, sie ist ein Mensch. Ja, nee, nee, ja. Kann ich so bezeugen. Das habe ich nie in Frage gestellt. Du hast mich gefragt, ob das ein Mensch ist. Nein, ja, ob das der Name von dem Mensch ist oder das Spiel, was sie spielt. Ach so, nee, das war der Username, den sie benutzt. Ja, meine ich ja damit. Ach, Frille Falken würde ich ja auch sofort spielen. Einfach des Namens wegen. Ja. Ist das Beste für lustige Intros, das zu sagen. Warum bist du da oben bei den beiden? Ich dachte, da ist was, aber da ist Rattle Shakern. Wow, dass du da dazwischen gepasst hast. All the girls gonna stomp your feet like this. Was, ey? Ey, warte mal. Ey, warte mal. Da war doch was. Ey, warte mal. Ich hab uns einfach beide da durchgeschleudert. Ich merk's. Einfach rein da. Ja, klar. So mache ich das immer. Lady. Okay, nee. Hä? Also, den sehe ich jetzt auch nicht, weil ich nicht gesehen habe, was da passiert ist. Der war vielleicht meine Schuld. Frille Falken. Volksbanken Frille für Falken. Und Schwäbisch Hall. Nee, man sagt nicht Schwäbische Halle, sondern Schwäbisch Hall. Okay. So heißt die Firma. Ja, können sie ja. Ich weiß nur nicht, ob das jemals irgendwann jemand anders gesagt hat. Nee, ich wollte es nur gerade artikulieren, weil das gerade in meinem Kopf vorgegangen ist. Ah. Da ist ein Würstchen. Oh. Chili, meine ich. Im Badewasser. Och, warum ist denn das Feuer und da? Damit meine ich Lava. Ich sag gerade voll die Sachen, die ich eigentlich gar nicht sagen will. Ich merk schon. Sowas wie Frille. Also komm mal hier. Danke. Ah, ich hasse es! Mann, ich vergesse es aber auch jedes Mal. Ach komm. Piep, piep. Wup, 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 wup. Als ob mich der Rauch einfach nach unten geschubst hat. Frille Falken! Ja, egal, akzeptiere ich. Das Wort des Tages einfach. Das werdet ihr in den nächsten Folgen wahrscheinlich noch ein paar Mal hören. Holst du mich jetzt oder lässt du mich in Ruhe? Okay, ich verstehe schon. Danke. Stomp my shit. Oh, look at Aktien. Was? Aktien? Aktien. War da gerade der Wilhelm Scream? Da war gerade der Wilhelm Scream. Jesus Christ. Ja, geh einfach durchs Türchen. Die haben sich nicht lumpen lassen, aber alles Geld investiert. Sogar die Wilhelm Scream haben sie installiert. Installiert? Au! Tod durch Gabel. Colin! Löffler. Was? Ja, Gäbel. Äffel. Frille Falken. Ist das toll. Oh, Gott sei Dank, endlich dieses Level geschafft. Wir haben sogar alle von den Jeans. Das ist ja unfassbar, mein Gott. War ja nur die Hälfte der Folge, was? Nee, nein. So schlimm war es jetzt nicht. Waren fünf Drittel. Was? War ein fünf Drittel. Ein fünf Drittel waren es nur. Keine Sorge. Das ist schon die nächste Folge. Leckermäulchen. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Das Schokoleckermäulchen ist richtig abartig. Das Schokolecker... Schokoleckermäulchen. Schokoleckermäulchen. Ja, was ist das? Naja, diese Quark... Dingens, Leckermäulchen, kennst du doch sicher. Wenn ich Leckermäulchen trinke, geht's mir gut am Wochenende. Frisch gegrillt,
knusprig scrollst, ja, da fängt jeder gleich an. Bratmaxe schmeckt, ob groß oder klein. Was ist denn Leckermäulchen? Du kennst es nicht? Bestimmt, aber ich hab's verdrängt. Das ist, ja, das ist halt so Quark irgendwie Quark. Sowas. Okay. Ja, genau. Und davon gibt's auch Schoko. Und das ist richtig abartig, weil es schmeckt einfach nur nach saurem Schokopudding. Ah. Und das mag ich nicht. Aber tatsächlich, in Amerika ist die meiste Schokolade sogar ein Ticken sauer. Weil das einfach deren Ding ist. Nee, also in, ich glaube, im Ersten Weltkrieg oder so wurde halt den Soldaten immer Schokolade mit in die MREs oder sowas gepackt. Und offenbar war das dann so ein Gang und Gäbe, weil das einfach zu produzieren war und so, ne? Und deswegen hat man sich, haben die Amerikaner sich das so angewöhnt, dass Schokolade so schmecken muss, dass quasi ganz viele von der Schokolade halt so einen säuerlichen Touch zumindest hat. Mhm. Da habe ich irgendwie mal ein Video zu gesehen. Warum schmeckt die Schokolade in Amerika so komisch oder sauer oder irgendwie so? Und ja, und ich mag das nicht. Schokolade sollte nicht sauer schmecken. Nee, nicht wirklich. Weil in meinem Kopf ist dann immer irgendwie Schokolade ist mit Milch und Milch sauer ist böse. Ja. Und aber, eklig. Aber was ist denn mit zartbitter? Die ist nicht sauer, die ist bitter. Naja, aber... Also ich finde die nicht mal bitter tatsächlich. Die ist einfach zartbitter. Also die ist, wie sie ist halt einfach. Was soll denn damit sein? Findest du die auch sauer? Nein, ich würde nur wissen, was damit ist. Ach so. Naja, die ist vielleicht ein bisschen bitter, ja, aber das ist halt, das funktioniert. Wobei ich, wie gesagt, bei Zartbitter nicht mal wirklich das Bittere rausschmecke. Ich finde die nicht mal, empfinde die nicht als bitter. Was ich gut finde, weil bittere Sachen mag ich nicht. Der mag keine saure Schokolade, der mag keinen bitteren Geschmack. Was mag der Junge eigentlich? Naja, süß anscheinend. Unter anderem, ja. Und Zotzani-Joghurt. Sahnig, fruchtig, frisch. Ih, fruchtig. Das ist ja das Schlimmste. Na, das hast du jetzt gesagt. Ja. Ich mag Fleisch. Lass mir bloß eure scheiß Früchte aus meinem Joghurt. Widerlich. Das ist so keine Früchte-Joghurt? Nee. Früchte. Das ist einfach wieder. Du hast diese schöne cremige Masse und plötzlich kommt dir so eine glitschige Frucht entgegen. Ja, okay, gut. Das stimmt allerdings. Ja, also ich mag auch Fruchtjoghurt mit Stücken mag ich auch nicht unbedingt. Ja. Am schlimmsten ist Melonenjoghurt mit ganzen Früchten. Was ist hier unten? Ist das einfach ein Loch zum Sterben? Ja. Ja. Warum bist du auch da reingesprungen? Naja, ich bin geschlittert. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, dann hättest du dann also die Wahrheit gesagt. Finde ich gut. Wollen wir da oben das nicht nochmal machen? Ah, nee, haben schon wir. Okay, da. Ja, okay, wusste ich ja nicht. Der Mann, der ist doch alles gut. Der ist doch einer von unseren Hobbys. Von unseren Hobbys? Hommies. Ach, Hommies. Ja. Der Box Skimboni oder was? Oh. Was? Der Box Skimboni, die mit der wir jetzt, wo wir gerade McCree 2 gespielt hatten. Ach ja, Box Skimboni. Hatte sie schon ganz vergessen, weil sie so unwichtig war. So ziemlich, ja. Oben war noch. Aber unten auch. Ja, unten auch, ja. Aber oben... Ich stehe auf beides. Ja, oben war so ein... Aber wie kommen wir dann da jetzt hier mit dem... Pass auf. Achso, ich dachte, hier ist nochmal eine... Wow. Man wird direkt in den Abgrund einfach... Okay, da ist... Oben ist nichts weiter. Okay, hoch da. Du sagst das so. Aber mit so einem Angriff nach oben halt. Du sagst das so. Ja, sag ich so. Wie soll ich es denn sonst sagen? Mieten ja Angriff dahin! Jo, ist doch mal was hier. Mieten Angriff nach oben und dann geht das los, du! Besser? Das fand ich richtig gut. Das hat mich auch ein bisschen motiviert. So, das war knackig. Oh Gott, oh, pass auf. Sus. Range. Wir von hier, es geht doch nicht. Lass mal sehen, was alles geht hier. Nee, es war gar nicht das Wurm gerade eben. Egal, ich weiß schon, was ich meinte. Ich hab hier wieder eine Batman-Musik. Ja, Batman-Musik, ne, so ein bisschen cupheadig ist er auch. Ja, das ist ja quasi dasselbe. Batman und Cuphead. Weißt du, wer jetzt hier nicht so ist? Ich bin die Tasse, die Nacht durchschlürft. Okay, unten ist nichts. Ich bin die Flatulenz, die Nacht durchknattert. Mmh. Apfelgeschmack. Mit Apfelgeschmack? Ja, mit Apfelgeschmack. Lecker. Keine Ahnung. Pflaume. Pflaume und Apfel. Apfel.
Apfel. Was? Zitrone. Banane? Bingo. Ich wollte gerade Kumquat sagen, wenn du was anderes gesagt hättest, aber dann hast du Bingo gesagt. Bingo ist nicht mal eine Frucht, jeder weiß, dass es ein Gemüse ist. Naja, kommt drauf an, welchen Teil du von der Bingo verarbeitest. Na, den Ingo. Oder vielleicht Bing, du hast recht. Ist das Butter? Waldmeisterbutter. Bist du dumm? Warum hat noch keiner Waldmeister mit Butter, ich meine Butter mit Waldmeistergeschmack rausgebracht? Weil niemand in den Urwald zieht. Keine Ahnung. Was ist denn heute los? Ich weiß nicht, wir müssen aber jetzt aufpassen, sonst kriegen wir das Ding da oben nicht. Also ja. Ich mach den strategisch so und dann mache ich so und dann mache ich den und dann habe ich ihn. Okay, und dann... Die sind, glaube ich, heute so random wie selten. Naja. Für Peter Mobile. Peter Mobile. Ja. Für das Peter Mobil. Ach, jetzt sind wir wieder groß. Ich will wieder klein sein. Das ist eigentlich cooler. Klein sein. Mann, ich komme ja nicht mehr raus. Es ist Geisterhaus. Hilf mir doch mal einer. Ja, danke. Du reicht schon. Ja, eben. Einfach springen. Ja, nee. Na doch. Du verstehst einfach die Probleme einer Frau nicht. Durchaus. Ich glaube, ich verstehe sie sogar besser als so mancher Typ. Hör hoch. Au. Sag's mal. Au. Ja, ich bin doch hoch und dann habe ich den gemacht und dann habe ich aber trotzdem nicht. Moment, was ist da? Da ist tot. Holst du mich? Elchfarbend. Achso. Elchfarbend. Rosalina und Fleischwurst. Ich weiß nicht, was du willst. Papa. Wow, das hättest du gerade sehen müssen, wie ich die Teensies die Lumens befreit habe. Das ist nicht schlecht, wenn du das tust. Ich habe nicht hingeguckt, aber ja, ich hab's hätte es mal gesehen. Da, wo da oben die ganze Zeit das Stachelfiorin runtergesprungen ist, also damit meine ich die Stachelfrucht, was auch immer das war. Warte mal. Ja, hatte ich gerade auch irgendwie überlegt. Ja, wir haben schon beide Geheimtüren. Ich verstehe noch nicht mal, warum. Wie macht man. Achso, man macht das Ding unten und dann fliegt er runter. Ja, ich auch. Dann komm mal her. Oder er springt einfach selbst runter. Nein, tu es nicht! Du hast noch dein ganzes Eiscreme! Du hast noch dein ganzes Eiscreme. Wie du mich aber wieder nicht zurückgeholt hast gerade. Das ist doch jetzt alles Schnee von gestern. Nee, es war Eis. Mhm. Schnee sieht anders aus. Schnee ist geraspelter Eis. Oder so. Keine Ahnung. Und meistens gelb. Als ich es gekauft habe, war es weiß. Tja, das ist das Geheimnis. So, schaut her. Wir haben noch mehr Teensies extra für euch eingesammelt. Die könnt ihr euch am Ende des Monats abholen. Ja. Auf wir sind drei Raten, A5 Teensies. Teensies.com. Ja, genau. Teensies.com. Ne, geht da nicht hin. Baum! Oh. Yeah! Hier links ist nichts. Ja, aber pass auf, die. Cool, oder? Ach, man kann ja nicht so runterwärts springen, war ja. Hör mal. Auf geht's! Schmuck und Zuck. Hab ich. La, Leihgebiet, Pizza Pie mit Amore. Au! Oh, der Hintergrund ist aber auch gemein. Da sieht man nicht, wenn da so Laserlinien lang gehen. Ja. Dann kommen dann einfach Messer oder Gabels oder so geflogen. Ja, lieber habe ich Gabels als Goebbels. Das ist doch mal ein Spruch für ein Rocket Beans T-Shirt. Nein! Nein, wahrscheinlich nicht, aber... Oh, shit. Das ist doch mal ein Satz aller Zeiten. Hopp, hopp, hopp. One of the sentences of all time. Nee, definitiv.
Was ist denn da oben lang gewesen? Weiß man nicht. Tunis! Die Tinies wie Tunis sind schrille Spaßkartunis. Pause ohne Pause. Jagen wir euch jetzt aufs Dach. Und auf der Universität lernen wir unsere Gags. Gags. Tricks? Eigentlich Tricks, ja, genau. Ich wollte sagen, das sind nur Looms. Wir Leimis, wir Loomis, wir schrille Spaßkartunis. Ich sehe nichts. Also, das ist ein ziemliches Problem. Ich gebe dem Spiel. Ja, ich gebe zu, du hast gerade nichts gesehen. Wie? Du hast es einfach kaputt gesessen. Ja. Tonnenarsch. Da kannst du ja nicht mal die Limetten springen. Nee, du kannst nicht mal die Limetten sprengen. Also, das ist schon, Ich glaube, vielleicht ist auch irgendwo ein Schuss abrikoschet oder irgendwas, aber vielleicht hast du es auch einfach kaputt gearscht. Das Rikoschädigen klingt am sinnvollsten. Aber kaputt arschen klingt besser. Ja, das ist... Sind wir mal ehrlich. Also, vielleicht fühlt sich der ein oder andere da jetzt ein bisschen verarscht. Okay, Entschuldigung. Oh Mann, jetzt hat der mich gearscht. Das gibt's doch wohl nicht, so ein... Ah. Oh, guck mal, der da hinten! Oh! Ja, der ist dick! Und groß, und das ist das magische Kingdom! Kingdom! Oh nein, er hat ein ganzes Königreich gegessen! Oh nein! Aber das kann er doch niemals drin behalten, guck dir an! Da siehst du jetzt. Oh, hier, fliegt uns jetzt das Königreich hingegen. Oh Gott! Oh Gott, das halbe Königreich! Das halbe! Das war die beschwerte Bettdecke, die dir gerade auf dem. Das war ja jetzt doof. Was ist denn jetzt hier passiert? Das Nagelkissen ist auf mir gelandet. Oh, das Nagelkissen des Königs. Mmh, lecker Königreich! Gib mir das Schlüsschen! Magenverstimmung! Und so war es dann auch. So hatte der kleine Junge Magenverstimmung. Ja, denn er hat sein ganzes Halloween-Candy sofort gegessen. Immer auf! Sag mal! Du bist dann aber du gehst aber auch mit Absicht da drunter. Nein! Du brauchst wie bei Yoshi's Island brauchst du so ein Geräusch so, und dann Schatten, der dir anzeigt, wo das landet. Ja. Warum nicht? Aber du magst Yoshi's Island nicht. Das ist ein faires Game Design für dieses Spiel. Das ist ja was vollkommen anderes. Yoshi's Island ist gut, das kannst du nicht hassen. Ja, von mir. Wenn du Mario Land magst, dann magst du auch Mario Land 2. Ja, das ist einfach Yoshi. Muss man einfach, Ja, eben, du diskriminierst das Spiel wegen Yoshi. Ja. Tu es nicht und du hast Spaß. Okay. Und aber, weiß ich jetzt nicht. Ich sag's einfach. Also, nee, ich sag's nicht einfach, ich sag's auf jeden Fall bestimmend. Das ist nicht einfach von der Leber gesagt. Aber kann man das so verpauschalisieren? Ja. Okay. Ist ein gutes Spiel. Es ist okay, das heißt aber, jetzt macht, mit Super jetzt, Mario jetzt macht jemand, jetzt macht jemand den besten Plattformer der Welt, aber du spielst Adolf Hitler. Was? Verstehst du meinen Punkt? Ich habe ihn zuerst falsch verstanden und dachte, dass ich der Charakter Adolf Hitler bin im Spiel. Ah, nee, ich hab's anders verstanden. Ich spiele ein Spiel namens Adolf Hitler statt dem besten Plattformer der Welt. Ja, mein Punkt ist halt, ne, es ist der beste Plattformer der Welt, aber der Hauptcharakter ist Adolf Hitler. So, was machst du jetzt? Vergleichst du gerade Yoshi mit Adolf Hitler? Es gibt doch sogar einen schwarzen und einen weißen Yoshi. Equality! Hoppa! Gut, ich glaube, es gibt auch einen braunen Yoshi, aber das ist was anderes. Oh. Mein Punkt ist, ich kann ein Spiel einfach nicht mögen. Nur weil mir der Hauptcharakter nicht zusagt. Also kannst du, aber trotzdem ist es, ne? Ja, das behaupte ich ja nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Es ist ein ziemlich gutes Spiel sogar, wie naja, gesagt. Oh, okay, es ist das beste Spiel der Zeit, aber ich mag es. Nein, das nicht, aber ich meine nur, es ist halt en par mit Super Mario World selber. Und dementsprechend, es ist ja auch Mario World 2 im Titel. Auch wenn es nicht direkt Mario World ist, aber trotzdem deswegen. Und Mario World ist ja schon gut. Und ich kann es nur empfehlen, es mal gespielt zu haben. Warum sind wir da reingesprungen? War, deswegen. Ah, für die Klickzahl. Oh, it begins. The War Games. Ist das sicher, dass du den Timer gestellt hast? Ja. Der geht auch irgendwie in ein, zwei Minuten. Okay. Kommt mir so vor, als ob wir hier schon wieder. Es ist schon eine Weile, die wir hier jetzt gerade unterwegs sind. Das stimmt schon. Warum haben wir jetzt hier Party im.
Eine Party im Bauch. Ja. Der hat doch gerade das ganze Königreich geschluckt. Im Moment, wir müssen erstmal genau. Ist doch bestimmt. Oder auch nicht. Nee, es sieht nur komisch aus. Wie schon im Darm? Die ganzen Darmzotten? Eieiei. Oh. Oi. Siehst du? Ich hör's. Was ist denn hier los? Na, er singt. Das höre ich. Er hat gute Laune, deswegen ist in ihm gute Laune. Weil in ihm gute Laune ist, hat er gute Laune. Aber weil er hat gute gerade Laune. Ein ganzes Königreich rausgerülpst. Ja, deswegen geht es ihm ja jetzt wieder gut. Ja. Er hat es halt rausgelassen. Ja. Da ist das Sodbrennen. Einfach die Wand hochrennen. Nee, das klappt nicht. Doch. Na gut. Das habe ich ja gemacht. Oh, das ist Sodbrennen. Was willst du denn da machen? Da kommst du reingeschüttet und einfach direkt Sodbrennen. Tja, so sieht's halt im Magen aus. Und Rayman räumt den Magen auf. So, machen wir das jetzt noch fertig oder was? Wie sieht's hier aus? That's my shit. Ich hoffe nur, wir schaffen das. Klar. Siehst du? Einfach Wand hochrennen, sag ich doch. Das nicht. Das hast du gerade gemacht! Nein, nein. Oh nein! Einfach versucht hast, schon weiter zu rennen und mich im Staub zu lassen. Naja, das kannst du jetzt aber auch so nicht sehen. Kann ich. Ja, okay. Und das tue ich, ich sehe es. Kannst du nicht sehen, ich habe dich im Staub gelassen. Ach, danke. Wo müssen wir? Wir müssen runtergleiten. Okay. Siehst du? Okay, ja. Ganz entspannt, ganz leisure. Oh, wir haben Oh Gott, die Panik. Ja, jetzt ist halt nicht mehr Lina. Hätte ich am Strohhalm fest. Gut. Eieiei. Moment, war das ein Strohhalm? Was? Das war ein Strohhalm. Hast du doch gerade gesagt. Ja, aber. Können wir uns mal über die großen Verhältnisse dieses Strohhalms. Sehr klein. Sehr klein? Also, das Ding ist riesig, frisst ein ganzes Königreich, aber dann ist da auch noch ein Strohhalm, der größer ist als wir. Aber. Ja, gut, aber wenn der Strohhalm so gerade mal irgendwie, keine Ahnung, so groß ist wie 10 Darmzotten, ist der sehr klein. Ja, aber sind seine Darmzotten nicht viel größer als. Als unsere, meinst du? Ja, das wahrscheinlich. Oh, ich muss mal. Oh, so rum, oh, ja, okay, Gott, ich verstehe. Richtig timen. Oh Gott. Oh. Legends ist besser als Origins. Ich renne einfach weiter, okay, oder auch nicht. Warum kriegen wir hier 3 Herzen? Das ergibt nicht mal Sinn. Ach so, für wenn man nein, hier... Oh, so sehr knapp bemessen. Oh, in die andere Richtung. Wir haben noch nicht. Ich hab nicht. Au. Ach, komm schon. Oh, was, wie kurz war denn das Zotti da? Wow, Zotti. Jetzt kommt sie von allen Seiten oder was? Du hast es sogar noch geschafft, da links! Was tut die? Ah, das war das erste Mal, war es glaube ich nur, um dann zu zeigen, wo es dann als nächstes ankommt. Ja, kann sein. Oder es war so ein extra Special Zotti. Meinst du, wir hätten jetzt schon besiegen können? Quasi, ja. Was genau. In der Luft nochmal nach oben angreifen, damit du mehr Airtime hast. Ja, oh, natürlich sollte man nicht in einem Wirbel stehen. Da ist das Zotti. Ich versuch's und. Reicht das? Nee, noch nicht drei, ganz. Ich glaube 3 und dann machen wir's. Heieiei. Oh, die Magensäure steigt. Jetzt können wir nicht mehr an den Wänden hochrennen. Jetzt müssen wir tatsächlich hier bleiben. Oh nein. Oh nein, keine Bubble-Passage. Oh Gott. Eieieiei. Eieiei. Okay, dann kommt wohl jetzt links das Zotti. Nein, ja. Ah, ich hatte ja noch ein Herz, stimmt. Ja.
Oh, fuck. Danke. Ach, komm. Jawohl. Und? Komm, reich, reich aus. Ach komm, Bubble Master, was willst du? Sieht oh. gut aus, wir müssen nur noch escapen. Es ist quasi jetzt Metroid. Dun, 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 dun. Das habe ich nicht erkannt, dass man das durchschlagen muss. Das ist doch wieder. Na gut. Ja, Rayman halt. Weiter geht's. Siehst du, wusste ich sogar, dass die Loomster wieder auf der anderen Seite sind, wie hier auch. Nein! Wieso bist du schon wieder gestorben? Ja, weil irgendwie wieder was nicht funktioniert mit dem Rennen. What? Da bin ich mir einmal rausgeflutscht, rausgeflogen. Guck, guck! So ein kleiner Dino ist es eigentlich. Die Darmzotten sind ganz normal groß. Ja. Okay. Dann ist meine nächste Frage trotzdem. Was ist mit dem Strohhalm? Das ist ein sehr kleiner Strohhalm. Aber der ist dann gewachsen, als er gewachsen ist? Ja. Das ist einer von diesen... Ein Wachstumsstrohhalm. Okay. Das ist einer von diesen Wachstypen. Ja. Tja, zwei Wachstypen. Ich weiß, okay, warum die noch sind. Okay. We got two lives left. Oh. Egal. Was jetzt auch nicht mehr übrig ist... Ist... Diese Folge oder diese Welt aus den Origins-Leveln, denn die haben wir geschafft und kriegen nochmal 5 Glückslose obendrauf. Wow. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann erst beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Rayman Origins Legends und der Sea of Serendipity. Dankeschön fürs Aussprechen und Zusehen, meine Damen und Herren, und tschüss, bis dann. Und immer schön tricky bleiben.